Willkommen zurück in Aztrotzka. Sie haben leider nicht eine Reisegenehmigung. Bitte schalten Sie jetzt ab. Nein, natürlich nicht. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wieder mit dabei. Der gute Prof von Asylum of Gaming. Weißt du, was ich vorhin gedacht habe? Das wäre doch das perfekte, also zuerst dachte ich, das wäre das perfekte Spiel für Frauke Petri und die Storch. Dann dachte ich mir aber, nee, die würden ja alle Ausländer gleich wieder abweisen, aber dann dürfen die ja rein. Also das erste Level hätten sie geschafft. Das erste Level hätten sie geschafft, danach wäre es schwierig geworden, glaube ich. So, immer weniger Arbeitsplätze, Einwanderer nehmen Einheimischen die Arbeit weg. Hier mal eine Anmerkung, wenn jemand, der deine Sprache nicht spricht, deinen Job bekommt, liegt es möglicherweise daran, dass du deinen Job nicht beherrschst. Vincent Estrad in Gracie verhaftet, ja? Hallo? Ja, wir haben übrigens keine große Belohnung bekommen. Bisher. Hier, um das Gefühl, ja? Genau, deinem Staat gedient zu haben. Oh, Schabi. Ja. Meine Güte, Inspektor des Ministeriums für Arbeit. Ah, Inspektor im Ministerium für Arbeit, müssen wieder vielen Akzent, war gerade weg. Hat ein Sonderprogramm zur Kontrolle von Werktätigkeit von Migration aufgelegt. Die Petri würde sich so darüber freuen. Das ist unglaublich, die würde das lieben, dieses Spiel. Ich glaube, die sitzt hier in der Regierung. Das ist der, was wäre, wenn AfD, na egal. Personen, die zwecks Aufnahme von Werktätigkeit einreisen wollen, haben gültig Arbeitsausweis vorzuleben, Heilatz Trotzka. Hast du den gelesen, von wegen Angler haben Angst und Petri Heil? Naja. Fand ich witzig. Ja, durchaus. Muss ich ziemlich lachen. Papiere bitte. Oh je. Jetzt geht's nämlich langsam los. Arbeit. Wir hätten uns mal ausgerüstet, wie der aussehen muss. Ich hätte mir das... wir gehen eins nach dem anderen durch. Das. Was hatte ich jetzt eigentlich erzählt? Ich habe gar nicht aufgepasst. Einige Monate, um zu arbeiten. Einige Monate zum Arbeiten. Das klingt gut. Das ist gültig. Die Namen passen. Das passt auch alles. Wie soll sich das denn aus? Vielleicht? Ich würde gerne gucken, genau wie das Arbeitsausweis eigentlich aussehen soll. Das sieht alles gut aus. Lebensmittel, das interessiert mich doch überhaupt gar nicht. Bis 82 heißt er richtig, ja. Gut. Ja, ja und ja. Ja. Nimm das und das und das. Ja. Nimm dann das nächste Mal, komm die mit Koffer an, um dir über ganzen Papiere anzubringen. Was soll denn das noch werden? Oh je. Das ist aber nur für Leute, die arbeiten müssen. Wieso will denn hier jeder reinkommen, um zu arbeiten? Ist das euer Ernst? Ist das noch legitim? Ja, okay. Ja, das ist gut. Ja, lass doch den Dreck. Ach, sie ist eine Nutte. Der schwachte Lebensmittel. Ja, auf sie gewisse Art und Weise. Sie verkauft Gurken, nichts anderes. Gurken, genau. Und Bananen. Ja, nur die Funktionslebensmittel wie Bananen. Jetzt habe ich nicht aufgepasst. Ist alles in Ordnung? Ich nehme es mal an. Wenn sie eine Nutte ist, muss das ja okay sein. Du hast übrigens den Ausweis nicht gekriegt. Meine Güte, jetzt nimm das. Und geh. Was? Ein Mann namens Dari Ludum hat mir meiner Schwester Arbeit in Aztrotzka versprochen. Ich hörte, er nimmt mir den Pass weg und zwingt mich auf den Strich zu gehen. Er ist heute in der Schlange. Bitte tun Sie etwas. Wie heißt der Dari Ludum? Na, dann werden wir den nochmal melden. Was machen wir, wenn der legal ist? Verweisen auf den Zettel. Wobei das wurde ja schon, ne? Jetzt habe ich nicht aufgepasst. Faradesto District habe ich noch nie gehört. Würde ich gerne mal gucken bei den Ausweisdokumenten. Faradesto ist der unterste, deswegen habe ich davon noch nie gehört. Das sieht aber sonst ganz töfte richtig, aus. Ja, ich habe auch schon alles andere soweit. Hast du schon geguckt? Ja, ja, dann vertraue ich dir dann mal. Oh, das ist ein Fehler. Dummerweise ist der auch abgelaufen. Ah, das habe ich tatsächlich nicht drauf geachtet. Ja, offensichtlich habe ich wenigstens einer guckt hier. Das Lustige ist, dass so, das auch bei meine Lieben, du kommst hier nicht rein. Das heißt, so das Datum, das musst du vielleicht so ein bisschen... Genau, jetzt erzähl doch, das Mikrofon steht im Weg. Das glaubt dir doch niemand. Und Sie bitte. Sind... Jorge. Ihnen geht's nicht ganz gut im Kopf? Oder ich weiß nicht ganz, wo ist Ihr Einreisegenehmigung? Das, obwohl er eine Brille trägt. Alter, du hast doch eine. Warum liegt der, aber der Name stimmt nicht überall. Doch, der stimmt. Nee, Jorge, nee, doch, der Flümex? Stimmt. Ich hab nichts gesagt. Stimmt. Einmal unbegrenzt.
bis zum 23.11. Na, da, kein Wunder, dass sie den nicht vorgelegt haben, mein Wertester. Also spätestens das ist ja dann eigentlich so ein... Ich hatte zu tun, weißt du? Ja, das wir ist, auch. Eine lustige Ausrede, die übrigens bei mir nicht zieht. Deswegen haben sie bitte woanders zu tun. Danke, tschüss. Dann tun sie jetzt mal weiter. Kann man so ein richtiges Arschloch sein in dem Spiel. Oh Gott, bitte nicht. Das ist ja sehr schön. Wo ist denn dein... Du kommst aus Obristan, doch nicht aus Atrotzka, ich dachte. Wo ist denn deine Einreisegenehmigung, mein Lieber? Jetzt bin ich ja gespannt. Nee, bin ich nicht. Weißt du, was lustig ist? Halt. Was denn? Er hat keine Einreisegenehmigung. Ach so, ja, stimmt. Mir egal. Ja. Ja. Ein Reisedings holt er, yes. Naja, das werden wir mal sehen, mit seinem ganzen Mist. Oh Gott, wo fangen wir an? Warte, hier, das stimmt. Die Namen, Chen Nicole. Guck doch nochmal, wie lange sie hier bleiben will. Ah, das hat sich ja eh schon damit reagiert. Da gab's die Dinger noch gar nicht. Das ist ja sehr schön, dass du den bald verlängern lässt. Bis dahin eine schöne Heimreise. Wir sehen uns. Also gerne wieder, ist ja kein Problem, aber... Kann man das heutzutage, darf man das überhaupt ausstrahlen heutzutage? Ach. Bei der Situation. Na schau mal einer an, dich kenne ich doch. Das ist ja... Ja, Handschellen habe ich für sie vorbereitet. Nein. Die Papiere behalte ich und schick die deinem Anwalt oder so. Der örtlichen Stelle. Danke, bitte weiter. Den Brief jetzt, glaube ich, weglegen. Jetzt kann ich den Brief hier... Oh, wie viel Müll hier... Hey, gucken Sie mal hier. Wollen Sie... Schade. Halt, doch, die ist okay. Da habe ich nichts gesagt. Auch das sieht erstmal von Grundgedanken her gar nicht so falsch aus. Aber weiblich ist der bestimmt nicht. Weiblich hat er mit dem Schnauzer interessant. Ja, was in deinem Pass steht, ist richtig. Das ist sehr schön für den Pass, aber ich glaube dir nicht. Nee. So viel Testosteron hast du, glaube ich, nicht genommen. Wieso ist denn eigentlich das Handy aus, wo wir die Zeit nehmen, um... Hallo, ich komme hier nur durch? Transit. Ach so, ja. Das ist doch Gott. Fehlt da nicht was? Nee, ist nur auf Transit. Das ist okay. Kirill, nee, warte mal. Kirill? Doch, Kirill. Doch, das sollte. Das sieht doch alles ganz... Sieht ja alles soweit... Gut aus. Ja. Gehen Sie einfach weiter. Währenddessen versuche ich mal hier... Bis wann war die Einreise? Ah, das war alles okay. Ja. Das ist eine Folge mit Überlänge. Hallo, ich hab doch... Sag doch, dass ich nicht gedrückt habe, während ich hier die Zeit einstelle. Ich will denn jetzt keine Hektik machen. Ich hab aber Hektik. Der Mann sieht lustig aus. Dein Gesicht... Was? 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 Oh! Ein Selbstmordattentäter. Ich dachte, sowas haben nur die Arztrotzen... Ich meine, was? Der Arbeitstag fand ich ein Anschlag, ein vorzeitiges Ende. Ihr Sohn ist krank und braucht Medikamente. Wie oft ist er eigentlich krank? Was haben wir für einen schwächlichen Sohn? Das ist ein astroskischer Junge, ein astroskisches Blut. Der müsste er eigentlich... Ja, genau. Die Bakterien Angst genau, vor seinem arischen, ich meine arztrotzkischen Blut muss man echt sich fürchten. Die Bakterien... Aber mit neun waren wir noch ganz gut, glaube ich. Ja, das war aber tatsächlich nicht so gut. Naja, aber es ging ja vorzeitig zu Ende, da ist neun schon ganz okay. Schleusering aufgehoben. Grenzbeamter Gerstin macht Drahtzieher dingfest. Sind wir gut oder sind wir gut? Ja, wenn ich dafür jetzt noch eine Geldbelohnung in Höhe von 100 Dollar... war übrigens auch noch, aber... Ja, das haben wir ja gesehen. Wenn wir jetzt die finanziellen Mittel dafür bekommen würden, da wären bestimmt die Einreisebedingungen... Was haben wir von diesen Menschen eigentlich dort? Alle. Die wollen alle nach hierher. Nach hierher, ja, das ist total richtig. Das ist toll. Was zu beschleunigen ist immer toll. Ja, das ist eine Lüge im Übrigen. Das macht das für uns nur schwieriger. Um die Abfertigung zu beschleunigen, wurde ein Suchscanner-System in ihrer Kabine installiert. Kolechische Extremisten stehen im Verdacht, für den Bombenanschlag von gestrigen Tage verantwortlich zu sein. Durchsuchen Sie alle Kolechen, bevor Sie deren Einreise genehmigen. Ist das überhaupt legal? Du hast einen Plan, wie das geht, oder? Ist das nicht irgendwie so, wie nennt sich das?
Rassismus? Ja. Nee, da gibt es einen Spezialname für Profiling oder Rassenprofiling oder irgendwie so. Sie ist aus Kolechien. Das heißt, wir müssen erstmal das hier aufmachen. Die Grundvorschrift ist, alle Kolechen werden durchsucht. Das ist ja... So, und wir eine Durchsuchung. Dann kommt eine routinemäßige Durchsuchung ausgewählt. Ja, das dürfen die ja anders nicht sagen. Achso, wir können ja inzwischen schon mal gucken, ob der Rest stimmt. Ja. Das war übrigens mit Nacktheit gemeint. Ich hoffe, YouTube hat damit keine Probleme. Weil das ist ja eine wirklich... nicht im sexualisierten Sinne. Ja, das ist ja... Aber das heißt ja für YouTube noch nichts. Eben. Ich glaube aber, das sieht sonst ganz gut aus. Ja, der war okay. Sie war ja auch nur auf dem Durchreisegerät und so und nicht hier für Arbeit. Das heißt, sie brauchte nicht noch diesen Extraschein. Ach, bitte. Was wollen Sie hier? Besuch. Das ist ja schön. Wo kommt sie her? 2 Monate. Kollegchen. Das heißt, Kollegchen. Die muss ja auch durchsuchen. Und lass mich an, die ist bestimmt eine Waffe dabei. Ja, Waffe, Medikamente, Drogen, irgendwie sowas bestimmt. Ob der Rest soweit okay ist? Ja, einmal nackig machen, bitte. Der Rest sieht ja der Rest soweit. Der Rest sah bisher ganz okay aus. Oh. Ach doch, da links unten. Gut, du hast es gesehen. Ich dachte schon, du wolltest sie. Nee, ich wollte sie gerade durch. Keine Waffen und Schmuggelgüter. Da. So, das ist ja jetzt ungünstig, ne? Ja, wir können sie jetzt arresten. Einen Moment, bitte. Der nächste, bitte. Alles ganz normal. Keine Sorgen machen. Alles ist okay. So, einmal die... endlich mal ein Einheimischer. Oder eine Einheimische. Und die sieht sogar... Halt, das Gewicht stimmt nicht. Das Gewicht stimmt vorne und hinten nicht. Irgendwann musste das ja ein bisschen... Oh, jetzt willst du eine Frau nach ihrem Gewicht fragen? Naja... Routinemäßige Überprüfung. Sie wird einfach mal angeguckt, ob sie zu viel dabei hat. Ach so. Und das ist meistens der Fall, wenn sie zu schwer sind. Okay. Ich finde nicht, dass das ja trotzdem nicht korrekt ist, was die da stehen haben. Das sieht alles okay aus, ne? Mhm. Bis auf die Größe. Die Ausstellende, naja, das hätten wir halt auch nur zu dem hier geführt. Okay. Die Ausstellende Gedöns hätte noch anders sein können, aber das sieht eigentlich alles ganz töfte aus. 87, sie ist 1,75, ja, das passt okay. Alles. Olga ist schön Name. Orvec. Ja, das ist eigentlich, also die klingt doch wenigstens, also das ist ja. Altan District. Ja. Altan ist dabei. Ist doch toll. Ich hoffe, das hat alles gestimmt. Hat jetzt jemand geguckt, ob sie weiblich war oder männlich? Offensichtlich nicht. Verwarnung, aber kein Bußgeld. Ja. Ich lege es einfach mal hier weg. Ne? Ja. Sie versuchen, besuchen Verwandte. Aha. Liliana. Roncal. Also schön, er dass sieht ja nicht sind. Allzu männlich, weiblich aus, finde ich. Ja, wir können ja, ich glaube schon, dass sie weiblich ist. Okay, gut. Aber das Lustige ist, wissen Sie, wo sie herkommen? Aus Kolechien. Ah, das ist ja blöd. Ja. Ja, das Problem ist, dass das halt alles ewig dauert. Ja. Sollte man sich jetzt sofort erst auf den Ort gucken? Ja, normalerweise mache ich das ja auch, aber so. Ja, aber so hätte ich gerade nicht dran gedacht. Da. Oh, mein Gott, das ist eine Waffe. Sollten wir in Deckung gehen? Sind wir, indem wir die Gitter runtergelassen haben. Denn die Gitter sind schussfest. Und da passt auch nichts durch oder so. Auf keinen Fall. Hier, wollen Sie meine Verwarnung mitnehmen? Ich mache erstmal das Gitter wieder auf. Hey, nimm sie. Nein, halt. Das war knapp. Bist du bescheuert? Wo ist denn dein Ausweis? Schön, dass du nur 2 Tage bleibst, aber Ausweis brauche ich trotzdem, ne? Was ist denn ein Pass? Ja, was ist denn ein Pass? Dein Gesicht, okay. Hier, jetzt hast du einen. Ja. Tschüss. See you later, Alligator. Ja, hoffentlich nicht. Ich möchte ja nicht, dass er irgendwie in Rache hier zurückstürmt. Einmal die Papier. Oh, sie kommen aus Kolechien. Sachen gibt es. Wir sollten vielleicht sofort das andere Ding mitnehmen? Nein, hier. Nein, hier. Na, können wir, okay. Scanne mal. Ja, umgrenzt. Safadi, Shadi.
Herr Safadi Shadi. Ob das mal okay ist, Herr Safadi Shadi? Nee. Herr Safadi Shadi, was haben Sie denn da am Bein, Herr Safadi Shadi? So geht es, du magst den Namen, oder? Das finde ich nicht in Ordnung, Herr Safadi Shadi. Ist das denn so offensichtlich, Jörg? Also? Ja. Was ist denn die Strafe? Na, 5 oder noch gar nichts. Na, warum sollen wir ihn denn dann? Ach, aber bei der alten Tante nicht. Na, da hat uns ja nichts gebracht. Wie für ein Arsch. Na, was sagst du, schnell? Ich sag mir das nicht rein. Außer den Medikamente, ja? Das ist ja wohl gut auch für unser Land. Glaube ich, du hast Trotzka. Okay, jetzt müssen wir aufpassen, alles. Ja, jetzt muss alles stimmen, ja. Ich glaube, das Symbol ist nicht korrekt. Bei dem Arbeitsausweis. Ich glaube, da muss Schrift runter, wenn ich mich nicht täusche. Also als allererstes... Wird sie wieder... Nein. Jetzt. Machen Sie das mal. In der Zwischenzeit gucke ich hier mal nach Ihrem Arbeitsausweis. Ah, nein, das okay, ist doch alles okay. Alles klar. Ich dachte, das ist alles ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Oh, na Gott sei Dank. Da brauche ich mir nichts weiter anschauen. Ja, jetzt schafft man nicht so viel, weil man hat so viel zu tun, ja, mit den ganzen Klicken hier. Macht ihr was? Ja, das ist ja blöd. Was soll das? Naja, ja, was soll das? Medikamente dabei, das ist ja nicht okay. Nee, ja, Medikamente, wer weiß. Drogen, Waffen, Medikamente, radioaktives Plutonium. Radioaktives Plutonium. Waffenfähiges Plutonium, wollte ich sagen. Was ist das denn? Ist immer so. Das ist ja schade, dass Sie den verloren haben. Danke, tschüss. Hätten wir den nicht unter Arrest? Ach, durfte man nicht. Deswegen. Nee, warum denn? Er hat es einfach verloren, also geht er wieder. Wäre blöd für ihn. Sollte er nicht mehr machen. So langsam? Naja. Aber Geld wurde nicht so viel. Wir haben nur 7 bekommen. Mhm. Die Runde, das ist ziemlich wenig. Das gefällt mir gar nicht. Nee, das ist langsam. Langsam und schwierig. Ja. Gehen wir mal weiter. Cholerischer Staatschef legt Beschwerde ein. Durchsuchung an der Grenze ohne rechtliche Grundlage. Sag ich doch. Unterhaltung und Wörter sind weiterhin grau. Das ist wahrscheinlich auch noch der andere. Der 30. November. 1982. Oh, die Kollegen haben formell eingelegt. Beschwerde. Diplomat wird heute kommen. Gespräch auf Höchstebene. Automatisch durchsuchen von Bürgern. Kolleg ist nicht länger gestartet. Hallo? Jetzt. Diplomaten benötigen zur Einreise nur einen Pass und eine gültige diplomatische Akkreditierung. Ah. Ein neues Dokument, Freunde. Yeah. Das heißt, wir müssen jetzt auf Gewicht und so weiter achten beim... Was? Durchlassen. Ja, auch. Ja, das ja sowieso. Also, ja, klar. Ein Siegel und die Einreise nach Azrotska muss genehmigt sein für den Diplomaten. Na, das kommt garantiert gleich ein Diplomat. Biere, bitte. Ein Diplomat. Nimische Lee, Sie sind Diplomat, Ausweis nochmal stimmt. Das sieht gut aus. Ja, das ist ja perfekt. Danke, tschüss. Weiter. Machen Sie bitte ein Küssen. Weiter. So, bitte zum Nächsten. Der Nächste, der wo bleiben Sie denn? Der hätte schon längst in der Tür stehen können. Ist die. Ist auf Besuch. Einige Monate ist 2 vollkommen okay, wenn sie das so sagt. Auch Kuniko Kakawa. Weiblich. Abgelaufen, meine Lieben. Abgelaufen. Toll entdeckt. Genauso wie dein Glück. Das muss ein Schreibfehler sein. Das hier ist übrigens keiner. Tschüss. Abgelehnt ist richtig geschrieben. Ja. Oh, bitte. Entschuldigung. Reißen Sie sich zusammen. Oh nein. Was ist das denn? Das gibt's seit Jahren nicht mehr. Das ist nein, ich brauche eine Einreisegenehmigung. Das ist doch uralt, das Ding. Nein. Nein. Ah, ja, aber nein. Ja, ich meine, ich mag den Typen eigentlich.
Du musst ihm noch sein Einreiseding geben. Ja, soll er doch weggehen damit. Kommt er nicht wieder. Bitte, ja, dann hol dir deinen richtigen Papier. Warum glaubst du, dass der Oberbösewicht ist? Genau. Ah, der hat schon die Moustache-Power. Ja, der kann nicht böse sein. Nichts Böses geht von einem Moustache aus. Bleibt ein Jahr zur Arbeit. Er ist Matteo Germanowski? Oh, er ist so deutsch, er heißt Germanowski. Ja, aber die Ausweisnummern stimmen nicht überein. Ja, das ist ja schon mal, aber dazu deutsch ist. Das ist ja blöd für ihn. Das ändert sich nicht, wenn ich nochmal genauer hinschaue. Wenn die falsch sind, sind die falsch. Das hat sich nicht geändert. Ja, es ist... Nächster bitte. Mein Gott. Wenn ich einmal mit vernünftigen, normalen Menschen... Vernünftige, normale Menschen... Was? Der Orden erwartet sie? Was willst du denn, Common Drax? Aber dem müssen wir wahrscheinlich aufpassen. Welcher Orden? Wovon reden die schon wieder? Zu seinem Mann ziehen, ihrem Mann ziehen, sie ist ein weibliches Individuum, die Nummern stimmen, aber der Name Michele, nicht. Ach doch. Kochowoska, ja, stimmt doch. Okay. Einreise bis, ist auch okay. Ich glaube, die können wir reinlassen. Mhm. Das ist ja seit langem mal die erste. Der nächste. Letzte, den wir reingelassen haben, den letzten war der Diplomat. Was? Ungültig ausstellende Stadt. Ja, wer guckt denn noch darauf, ganz ehrlich? Sie ist auf Besuch und zwar 60 Tage, was 2 Monaten entspricht. Naomi Talaya. Das passt schon mal. Ach, der Passnummer passt. Aber die Einreise. Ja, bis zum 31.10. ist natürlich eine Weile her. Das ist ja jetzt schön, dass sie erst jetzt kommen konnten. Können sie jetzt auch gleich wieder gehen? Dann können sie jetzt auch gleich wieder gehen, genau. Eine schöne Heimreise. Oder Strafe, wenn du mir doch diesen Bußgeld bescheiden würdest. Ja, bitte. Hier. Macht einen Fünfer. Transit für 2 Wochen. Das passt. Perfekt. Kasimir Mekia. Mhm. Das klingt gut. Männlich passt auch. Aber das passt schon wieder. Schon wieder abgelaufen. Die haben hier nur abgelaufene Dokumente. Wie viele abgelaufene Dokumente sind denn hier? Im Umlauf, das ist ja schrecklich. Nicht. Hier scheint ein Passfälscher in hier rein. Der muss ja nicht mal ein Fälscher sein. Einfach, die müssen doch ihren Scheiß nur erneuern. Und was sind sie für ein Ham? Ah, guck das mal. Das ist nämlich genau der. Sollen wir das machen? Mhm. Das müssen die wahrscheinlich einfach reinlassen. Ach so, müssen wir es geben. Schnell, lesen Sie. Ozrotska ist ein großes Land in der Hand einer korrupten Führung. Der Krieg hat die Regierung paranoid gemacht. Davon konnten sie sich selbst überzeugen. Helfen Sie uns, Ozrotska von seinen Ketten zu befreien. Aha. Aha. Nicht verlieren. Buchstabensalat ist für mich. Den lassen wir uns aber trotzdem nicht rein. Naja, ich weiß nicht. Scheint soweit alles zu stimmen. Ja, ne? Wir können ihn ja nicht einfach so ablehnen ohne Grund. Ja. Vielleicht können wir das irgendwann an der Stelle melden oder sowas. Papiere bitte. Aber nicht, dass sie denken, wir gehören dazu und bringen uns einfach um. Das sieht schon mal. Transit und Besuch sind zwar verschiedene Sachen bei mir. Das ist richtig. Bin nur auf der Durchreise. Also ich sehe hier einige Diskrepanzen, meine Liebe. Hier stimmt was nicht, gute Frau. Kulos Rebecca. Das ist ein Fehler gewesen, hierher zu kommen, wissen Sie? Zweiten Mal Lügen erwischt werden, das ist ja... Danke, der Nächste. Freunde besuchen, ne? Das klingt doch gut. 12 Wochen entspricht aber nicht 2 Monaten. 2 Monate sind nämlich 14. Nee, halt, wie war das? Hier muss ich gucken. Ist es denn nur 2 Tage?
Es ist ja noch fälscher. Es ist ja noch falscher. Hä, 30 Tage sind noch 2 Monate. Ach so, ja. Das stimmt schon. Ist ja okay, Entschuldigung. Alles okay. Und, schnell, ja, bevor... Nee, ist sogar noch ein bisschen, aber... So. Wenn wir uns beeilen, kriegen wir auch noch den nächsten. Ah, unser Diplomat. Stefan Jensen, Astroska. Aha. Ich habe ein übles Gefühl bei ihm. Ich auch. Ah, zu spät. Er hat mal ewig Zeit gehabt, um es nur anzusehen. Ich hoffe, jetzt kommt nicht noch was rein. Aber nein, das schien alles richtig gewesen zu sein. Wann ist der mal nicht krank, der Alte? Mann, es gibt es nicht. Jetzt hab ich mich gerade verschluckt. Ja, bist auch krank. Es ist ansteckend, was der hat, oder wie? Mein Gott. Ja, wir nehmen schon wieder Medikamente. Sind alle hungrig, das heißt, die Heizung kommt weg. Medikamente nimmt er ja dauerhaft. Das ist ja, der ist nur noch auf Antibiotikum. Kein Wunder, dass das nicht mehr wirkt. Na gut, ich glaube, an der Stelle machen wir schon Schluss, weil die nächste würde dann wieder zu lange dauern, die nächste Runde. Deswegen? Ja, ist ganz schlau. Und die haben wir eben ein bisschen eher angefangen gehabt, glaube ich. Ach genau, wir hatten auch ein bisschen eher angefangen. War das die Runde? Ja. Ich glaube. Naja, ist ja jetzt auch egal. Ich habe es dadurch gefallen. Hier in Astrozka, schönes Land. Lass Like da, lass Kommentar da, sonst stellen an die Wand. Na, sonst der Rest. Ah, stellt sie zu den anderen. Gut, ich danke euch, dass ihr eingeschaltet habt. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, ciao.